Therapeut und Beziehungscoach mitten aus dem Trubel heute hier mal. Heute haben wir das schöne Thema mal Symptome des Bewusstseinswandels. Passend dazu habe ich mich jetzt tatsächlich entschlossen, so eine Manifestations-Challenge anzubieten. Ein bisschen experimentell, einfach mal miteinander zu üben, einen Monat lang. Wie kann man mit Gedanken, Gefühlen, Einstellungen, Übungen, mal auch mal meditieren, wie auch immer, kann man damit seine Anziehungspunkte verbessern, schönere Dinge ins Leben ziehen. Ja, würde ich mit euch gerne mal zusammen ein Experiment machen und pack mal den Link da rein. Ist wie immer zum Frühbucherpreis, geht am 16. Oktober los. Also jetzt ist es halt vergünstigt und 16. Oktober ist übrigens auch die virtuelle Liebeschip-Party. Ja, gut, und die Selbstliebe-Challenge geht auch los. Aber gut, kommen wir mal zu den Symptomen des Bewusstseinswandels. Also ich sehe ja meine Liebeschip-Arbeit ja als eine Bewusstseinsarbeit. Merkt man immer mehr, je länger man das macht, je länger man da dran sitzt, dass es das ist letztlich. Das ist eben, ja gut, es geht natürlich um Beziehungen und Liebe, aber es geht vor allen Dingen in sich selbst aufzuräumen, seine Anziehungspunkte zu verändern, in seine Kraft zu kommen, in seine Größe zu kommen. Aber natürlich gibt es auch Bewusstseinsarbeit außerhalb dieser Punkte, ist ja gar keine Frage. Aber es ist eben nicht so, wie man sich manchmal vorstellt, dass es so ein gleitender Weg ist und das wird alles immer cooler und easier. Also erstmal wird man immer wieder getestet, sag ich so, vom Universum. Also man meint, man hat eine bestimmte Lektion verstanden, mit einer bestimmten Art von Partnern vielleicht. Und darf dann aber nicht denken, so das war's jetzt, sondern kriegt es garantiert nochmal und nochmal. Einfach bis man sozusagen schlafwandlerisch die richtigen Entscheidungen trifft oder zumindest sich sicherer wird, was das angeht, was einem gut tut, was einem nicht gut tut. Und wo ich heute auch gerne mal darauf fokussieren würde, ist, dass es ja auch ein Weg irgendwie sich selber höher schwingen zu machen, in eine Höherschwingung zu gehen, also kraftvoller zu werden, mehr ins Herz zu kommen, aus dem Verstand rausgehen, aus Menti, Intuition kommen. Das würde ich jetzt mal mit höher schwingend. Gibt es hier noch viele weitere Aspekte. Würde ich das jetzt mal so sehen. Und auch das geht nicht ohne Widerstand. Also es gibt sozusagen die niederschwingenden Energien in einem, die wollen einen manchmal nicht gehen lassen. So, ne? Das ist so dieses Vertrautheitsgefühl des Toxischen, dass sich das so vertraut anfühlt und man will nicht ins Unvertraute oder irgendwelche Teile in einem, die liebessüchtige innere Stimme oder was, gaukelt einem vor, dass das Neue irgendwie nicht so cool ist oder ich weiß nicht. Und im Außen haben wir das halt auch, dass Menschen, die einen vielleicht kennen als Pushover, als Co-abhängig, als jemand, der mal alles macht, jemand, der nicht aufmuckt und du machst das dann auf einmal, also nicht nur kreiert das Irritation, sondern auch Menschen wollen dich unter Umständen einfach nicht gehen lassen, ne? Weil du ja dann demonstrierst, dass es möglich ist, sich zu ändern. Du demonstrierst, dass du ja einfach anders leben möchtest und damit bist du auch ein Störfaktor für vielleicht ein Umfeld, was sich bisher noch nicht bewegen wollte, aber kann euch sagen, sich auch irgendwann mitbewegen müsste, weil da kommen wir alle nicht drum rum. Und ich sehe auch, ist meine Meinung jetzt nur, was gerade so in der Welt passiert, auch als Symptome des Bewusstseinswandels, dass es eben, weiß nicht, manchmal denke ich, die Angst uns nicht gehen lassen will, die nicht, oder wie auch immer, ich sehe auch, dass es gerade alles wieder so hoch poltert, gerade jeder ist mit seinen Ängsten beschäftigt. Ob das jetzt Krankheit, Finanzen oder ich weiß nicht was. Und ja, vielleicht ist es auf so einer, was nicht wie ihr das seht, könnt ihr gerne mal kommentieren, auf so einer globalen Sache halt auch, ne? Dass wir uns weiterentwickeln wollen und gleichzeitig, ja, vielleicht ist das auch
weiß nicht, ob das richtig ausgedrückt ist, möchte einem das Alte vielleicht nicht gehen lassen. Und man darf aber trotzdem in Liebe weitergehen, auch Danke sagen fürs Alte. Es war ja auch, hat uns ja auch lange gedient irgendwie. Und ja, und trotzdem weitergehen. Und ja, das fühlt sich nicht immer gut an. Ne? Und gerade sind es auch besonders schwierige Zeiten, finde ich. Da cool zu bleiben und Nerven zu behalten, ist, glaube ich, für alle schwierig gerade. Ich finde es auch schwierig. Aber ja, ich wollte euch da einfach nochmal ein bisschen Anschub geben, ein bisschen, ja, das vielleicht mal so zu sehen, vielleicht hilft euch das. Und ja, freue mich über Kommentare. Abonniert meinen Kanal gerne. Freue mich auch über eine Kanalmitgliedschaft. Und ja, wir werden uns bald wiedersehen.